Hallo, ich bin Jens. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in die Servicefertigung verschaffen, eure verlängerte Werkbank. Hier sehen wir unseren Maschinenpark, bestehend aus drei 5-Achs-Fräsen, die wir haben. Eine 7-Achs-Fräse, auf der wir die komplizierten Geometrien fräsen können. Hier können wir Carfos bis zu einer Länge von 1 Meter einteilig fräsen. Alles, was darüber hinausgeht, müssen wir mehrteilig fräsen. Ausgangsstoff für unsere Fräsen sind Hartschaumblöcke in verschiedenen Raumdichten, aus denen wir dann die Rohlinge rausschneiden, um möglichst platzsparend viele Rohlinge aus diesen Blöcken rauszubekommen. Wenn wir dann die Rohlinge zugeschnitten haben, wird dieser auf der Fräse platziert. Dann wird der Fräsvorgang gestartet, wie wir hier sehen. Wenn der Fräsvorgang fertig ist, wird das Modell aus der Fräse herausgenommen, per Hand nochmal nachbearbeitet und anschließend dann einer Qualitätskontrolle unterzogen, damit wir sehen, dass das Modell auch unseren Qualitätsansprüchen genügt. Wenn das dann so ist, wird das Ganze versendet und ist innerhalb von 24 bis 48 Stunden dann bei euch. Hier sehen wir verschiedene Modelle, die wir auf den Fräsen gefräst haben. Als Beispiel hier einmal ein Rumpfmodell aus 60er Raumdichte mit einer geringen Kantenstabilität. Dann sehen wir hier des Weiteren ein Knieorthesenmodell aus 100er Schaum und hier ein Carfo-Modell aus 200er Schaum mit einer extrem hohen Kantenschärfe. Hier kann man dann auch Gelenkauflageflächen, wie wir hier sehen, mitfräsen. Dann haben wir weiterhin die Möglichkeit, hier durchzufräsen, dass man den Schaumvierkant später dort einkleben kann. Oder als dritte Variante, dass man, wie hier sagt, wir möchten einfach den Gelenkpunkt nur angefräst haben und ihr bohrt dann später selber dort durch und klebt euch den Vierkant für die Gelenke dort ein. Das war ein kleiner Einblick in unsere Servicefertigung, speziell in unserem Maschinenpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr gerne unser Team der Servicefertigung kontaktieren und die werden euch weitere Fragen gerne beantworten.